Willkommen zu einer neuen Folge von Deponia und es sieht gar nicht mal so gut aus. Die arme Goal ist hier gefangen. Wir können halt nur irgendwie hier ein paar Knöpfe drücken. Was ist denn? Wir können ja nicht anschauen, was ist denn mit dem Knopf hier hinten? Ah. Fängt schon ein bisschen an zu schwitzen. Ist vielleicht nicht so gut. Nehmen wir doch mal den Knopf. Aber ist, glaube ich, egal, was wir, ja, wo wir drauf klicken. Was tun Sie da? Das bin nicht ich. Das ist die Maschine. Sie spinnt. Das kriegen wir wieder weg, oder? Nein, 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 nein. Aus, aus, aus. Aufhören, habe ich gesagt. Ich habe ja die Befürchtung, das wird nicht gut ausgehen. Und wir kennen ja alle Rufus. Denn? Fräulein Goal, hören Sie mich. Sie haben eine Überdosis Sodium-Amytal injiziert bekommen. Sie müssen jetzt bei mir bleiben. Hören Sie? Bleiben Sie bei mir. Nein. Was? Warum nicht? Weil... Goal! Weil ich Rufus liebe. Nein! Stopp! Goal! Dann schaffen wir unverzüglich diesen nichtnutzigen Tischmülleimer aus den Augen. Goal! Werft ihn von Bord. Sofort! Was hab ich getan? Goal! Was hab ich getan? Hinsichtlich Goals Tods und dem Verlust der Codes seien hier die Bonmots aufs Minimum beschränkt. Die Lage war trostlos, der Kloß in der Brust groß, wie der Koloss von Schrottos. Logisch, wenn man bedenkt, dass Rufus ins Wohnlose fiel und ihm sein Leben wie ein Spiel für immer am Auge vorbeilief, ein grauer Trauermarsch. Und da wurde ihm klar, dass dies das Ende war. Schloss aus, Game Over und alles im Arsch. Hossa und alles im Arsch. Das können wir doch. Was? Die Hölle. War ja klar. Ja, ein bisschen niedergeschlagen. Müssen wir das jetzt bis an unser Lebensende machen? Na gut, wir kennen es ja schon. Aufnehmen. Einsetzen. Knopf drücken. Ein bisschen benommen, der Rufus. Wir können sonst hier, glaube ich, nichts machen, oder? Nee. Oh. Es ist ja... Okay. Merkwürdige Bodenplatte. Was sind das, Daleks? Okay, sonst haben wir, glaube ich, nichts hier. Das wiederholt sich immer. Können wir das da drauflegen? Ich meine, sonst haben wir hier nicht allzu viele andere Möglichkeiten. Und jetzt, wenn wir jetzt den Knopf drücken? Nix, aber vielleicht können wir jetzt hier weitergehen. Ah, eine Konsole, sieh mal einen an.
Sicherung, Sicherung, Sicherung und Sicherung. Hm? Wir können die austauschen, okay. Nur was bringt das? Hm. Ah, hallo Freund. So, das wäre dann jetzt runtergefahren. Die Frage, was wir hier noch machen können. Nur die Dinger bewegen, ja. Hm. Hm? Ah, wir können runterklettern. Okay. Was bringt das denn? Also scheinbar ist das die Reihenfolge. Ist halt nur die Frage, wie können wir die umändern? Baseballschläger, Sicherung für Eis. Das ist, glaube ich, der Laser. Hm. Ich können wir so mal, dass wir am Anfang das irgendwie haben. Wir können es am Anfang zerschnippeln lassen. Dann einfrieren, vom Feuer auftauen lassen und keine Ahnung, was mit dem. Ah. Ist die Hilfe der Demontage-Dingern, ja. Das ist in einem Stück. Gut, versuchen wir das mal. Mal schauen, was das bringt. Schon mal nicht so viel. Säge. Wenn wir uns am Anfang vielleicht mal... Vielleicht geht ja die Säge kaputt. Warte mal. Wenn wir es am Anfang einfrieren lassen, dann halt Säge und Laser drüber lassen und dann am Schluss wieder auftauen. Es könnte tatsächlich funktionieren. Dann kriegen wir vielleicht eins übergebraten, aber leben dann halt noch mit dem Baseballschläger. Ah, okay, dann werden wir wieder zugemacht. Okay.
Super, es hat echt funktioniert. Sehr schön. Okay. Ja. Dämlicher Demontageroboter. Ist ja selber schuld. Ja, ist ja gut. Meckern wir nicht so viel. Alles klar. Und das ist dann wohl dieses berühmte Licht am Ende des Tunnels. Gehen wir mal hin. Na, das liefert doch noch relativ gut. Von wegen Licht am Ende des Tunnels. Das ist nur ein beleuchteter Knopf. Hä? Das ist ja gar nicht die Hölle. Das ist so eine Art Fabrik. Und eine verdammt schäbige obendrein. Heißt das etwa, ich bin gar nicht tot? Kann mir mal irgendjemand erklären, was hier vor sich geht? Na gut, dann schauen wir uns doch mal um, mein Trichter. Okay, war noch nichts Neues. Mineralstoff, Kohlenhydrate, Fett, Wasser, Eiweiß. Aha. Hey, du! Ah, der Sensemann. Ich verlange Antworten! Gar nicht gesehen gerade. Mist! Gehen wir ihm doch mal hinterher. Ich glaube, angucken bringt hier nicht allzu viel, oder? Oliven. Nicht, dass ich mich mit Oliven wirklich auskennen würde. Aber dass die hier noch nicht reif sind, ist doch offensichtlich. Die sind ja noch ganz grün. Genau. Na, nehmen wir mit. Okay, schauen wir, können wir uns doch dann hier so ein bisschen umschauen. Boah, ich hätte jetzt voll Bock, griechisch essen zu gehen. Ist halt so um kurz vor 10 abends, obwohl. Mal schauen. Vielleicht ergibt sich ja mal noch was. So, die Ölflasche. Ich bin ja normalerweise nicht zimperlich, was Altöl betrifft. Aber das hier ist schon ganz grün und stinkt nach Oliven. Ah, das kann nicht mehr gut sein. Ja, Oliven. Bin ich ja auch gar nicht so ein großer Freund von Ölmühle Flakon. Dieser Flakon ist leer, nutzlos. Ein angemessener Konverter meiner Hoffnungslosigkeit. Oh, ein Schnabeltierei da oben. Können wir das da reinkippen? Die Ölmühle ist möglicherweise das einzige hier, was nicht geölt werden muss. Das könnte sein. Bevor wir runtergehen. Oliven. Na, wer sagt's denn? So. Da haben wir jetzt frisches Olivenöl. Sonst haben wir hier aber, glaube ich, nichts mehr, oder? Doch ein Bohnensack. Auf dem Sack steht Sojabohnen, aber drin sind nur so weiße Kügelchen. Vermutlich eine Kakerlakenkolonie. Na, können wir die eigentlich da auch mal reinpacken? Das wird dadurch auch nicht leckerer. Scheinbar nicht. Das Wasser sieht ja ganz anders aus als meins zu Hause. Es sprudelt und grün ist es auch nicht. Vielleicht können wir da ein bisschen was in die Flasche füllen. Wenn das hier die Küche ist, bin ich wohl doch in der Hölle gelandet. Bohnen da rein? Wenn das hier die Küche ist, bin ein Baseballschläger kaputt hauen? Ich bin tatsächlich ziemlich geladen, aber ich finde bestimmt etwas Besseres, um Dampf abzulassen. Gut. Ah, wir haben noch eine Tür. Ach, das gibt's doch nicht. Dieses Mistviech hat die Tür von außen verriegelt. Ach, das wird ihm letztlich auch nichts nützen. Gut, hauen wir die Tür mal kaputt. Keine Tür dieser Welt vermag es, einen Rufus auf Dauer aufzuhalten. Na, dann gehen wir doch mal. Sieht aus wie so ein leckerer Imbissstand. Schöne Schaschlikspieße mit
Schlangen oder was da mal rumgekrabbelt ist. Hey, hallo, was soll das Versteckspiel? Oh, ich habe Besuch. Wie schön. Nichts ist hier schön. Na doch, du lebst wieder. Ist doch fantastisch. Ach, das schon gar nicht. Ich sollte eigentlich tot sein. Jetzt beruhige dich doch erstmal. Möchtest du vielleicht einen Pfefferminztee? Der entspannt und macht einen frischen Atem. Es gibt nichts Besseres, wenn man gerade erst wieder auferstanden ist. Ich hab keinen Bock auf Pfefferminze. Ich will antworten. Okay, dann fangen wir doch mal an. Wer bist du überhaupt? Wer bist du? Mein Name ist Hermes. Ich habe früher diese Klonanlage geleitet. Da musst du ja uralt sein. Technisch gesehen bin ich erst seit 2 Tagen am Leben. Ich klone mich regelmäßig neu. Das hält jung. Aber meine Gene sind alt. Die Abstände werden immer kürzer. Klonanlage, aha. Wo bin ich hier? Willkommen in meinem bescheidenen Zuhause. Du wohnst hier? Hübsch, nicht wahr? Früher einmal war das hier die Anlage, in der der Organon erschaffen wurde. Es handelt sich um eine Klonfabrik. Sieht aber eher wie eine Müllverwertungsanlage aus. Ist es auch. Man benötigt viel organisches Material, um Menschen zu klonen. Willst du damit sagen, dass der finstere Fiskus eigentlich Biomüll ist? An deiner Stelle wäre ich nicht so überheblich, Prototyp R. Was für ein Typ? Was? Selber Prototyp. Ich wollte dich nicht beleidigen, Rufus. Du kennst meinen Namen? Natürlich kenne ich den. Ich habe ihn dir ja selbst gegeben. Was soll das denn jetzt? Zugegeben, nicht mein kreativster Name. Du stammst aus einer Reihe von Prototypen, die der Massenproduktion des Organon vorangingen. Nur 3 überlebten. Prototyp A, Prototyp C und du. Prototyp R. A und C? Argus und Kletis. Und Rufus. Genau. Rufus steht für rothaarig. Ich dachte, ich könnte euch anhand der Haarfarbe unterscheiden. Aber ich habe es nie hinbekommen, dass die Haarfarbe die Pubertät überdauert. Leider war das nicht die einzige Macke. Alle Prototypen hatten Probleme, bevor ich die richtige Mischung fand. Die Klone waren als entbehrliche Arbeitskräfte konzipiert. Ich nahm euch den Respekt vor dem Leben. Leider führte es dazu, dass viele von euch auch keine Angst vor dem Tod hatten. Es gab diverse Unfälle. Okay. Warum stirbst du nicht einfach? Warum sollte ich? Mir geht es super. So siehst du gar nicht aus. Mein Gott, akzeptier's doch. Deine Zeit ist abgelaufen. Im Gegenteil, ich bin topfit. Oh. Könntest du kurz... Ja, warte mal kurz. Danke. Wo war ich noch stehen geblieben? Du bist topfit. Ach ja, genau. Wie ein Turnschuh. Warum lässt du mich nicht sterben? Genau genommen warst du tot. Ich habe deine Überreste geklont. Ja, aber warum? Ich hätte es verdient, tot zu sein. Sei nicht so hart zu dir. An so einem schönen Tag sollte niemand tot sein. Das ist kein schöner Tag. Ich habe alles vermasselt. Oh, kann es sein, dass da jemand einen kleinen Schuldkomplex hat? Egal, was du getan hast. Komm darüber hinweg. Das Leben geht weiter. Das nennst du Leben? Das ist kein Leben. Das ist maximal ein billiger Abklatsch vom Leben. Ein Plagiat. Eine künstlich erzeugte, schlechte Imitation. Oh, hier ist nichts künstlich. All meine Klone sind aus komplett biologischem Anbau. Sagtest du nicht, dass du die Zutaten im Müll gefunden hast? Biomüll. Alles ganz natürlich. Na, immerhin. Oh, bis auf die Nukleinsäure. Die wird aus radioaktivem Schlamm synthetisiert. Was ja auch Sinn macht. Okay, das würde, wie gesagt, das würde halt auch erklären, warum sich halt Argus, Cletus und Rufus so ähnlich sehen. Wenn das alles Klone sind, die haben sich halt ein bisschen die Frisur gestylt und den Bart. Das ist nicht wahr. Doch, das ist es. Aber es kann nicht sein. Ja, ich würde mal sagen, wie das hier ausgeht, schauen wir uns beim nächsten Mal an. An der Stelle mal vielen Dank fürs Zuschauen, beziehungsweise die weiteren Fragen. Wird mal schauen, ob die beantwortet werden. Ich mache mal einen Folgenstopp. Hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal dann. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.